So, heute geht es weiter mit der Nebenquest hier. Also ist es eine Nebenquest nur? So, dann haben wir noch einen Sol. Fertig. Geschafft. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Ja, 200 real kassiert. Und hier wäre noch ein weiterer. Oh, moin! Ja, bewacht ja! Bestimmt irgendwas Richtiges. Aber ich nehme euch kurz alle viermal auseinander. Na, ihr habt gar keine Chance gegen unseren Superstar hier. Super Assassin. Oh, für 200 real. Geil. Dafür stehe ich morgens normalerweise gar nicht auf. Naja, egal. Aber wir haben's. So, wir sollten jetzt den letzten. Synchro-Punkt holen. Dann hätten wir sie alle. Und wäre Havanna soweit erstmal wieder aufgedeckt. Aber wie gesagt. Oh, das ist wieder ein Punkt. Wir haben wieder eine Kiste. Das war jetzt eigentlich. Ach, das ist ein Helfer von uns. Das ist ein Helfer. Dankeschön. So, 28 Truhen. Und irgendwo ist ein Shanty. War zumindest gerade mal einer, aber das kommt bestimmt nicht. So, weiter geht's. Mit unserer eigentlichen Wege, mit dem eigentlichen Ziel, was wir heute zumindest noch haben, ist, wie gesagt, nach wie vor. Ist nach wie vor das Ding da oben zu haben. Und zu greifen. Aber warte mal, hier ist noch wieder eine Kiste, ne? Da ist einer. Was ist denn der? Ach, da! Jetzt haben wir's. Nee, das ist zu weit, oder? Ja, das ist zu weit. Das lassen wir auch sein. Hallo, Katze. Ein kleines Spärchengebiet. Basilica Minno de San Francisco de Assis. Ist aber gerade jetzt egal, wie sie heißt. So. Ja, die ist da hoch. Wir können bestimmt über die über dieses Tor rein, oder? Ja. Schön da hoch, damit wir sie alle damit wir die Punkte mitnehmen können. Nein, das war keine. Oh Mann! Ah, warum springst du da runter? Oh, warum springst du da runter? Ja,
Schwachsinn da. Oh, du sollst eigentlich jetzt keine Hilfe holen. So. Jetzt sind wir mitten in ein Sperrgebiet reingerutscht. Wow. Wir sollten mal natürlich abhauen hier. Nicht, dass der uns jetzt noch holt, der Schütze. Ich habe schon gesehen, was er jetzt für einer ist. Sag mal. So. Oh, die Glocke backt ein bisschen rum. So, damit. So, wir sind wieder full life. Wir sind eigentlich überhaupt irgendwo reingeraten, wo ich gar nicht reinraten wollte. So, jetzt mache ich erstmal die scheiß Glocke kaputt, damit der nicht hier irgendwas weiter ausrichten kann. So, ich guck mal kurz die Truhe hier. Etwa 20 Truhen, die Hälfte haben wir. Sag mal. Warte, kümmer dich mal bitte erstmal um deinen eigenen Scheiß. So, jetzt haben wir dich. So, meine Güte, ist mal gut jetzt hier. So, es müssen eigentlich alle Gegner raus sein aus der Situation. Und ich guck mal gerade hin, dass ich hier mal kurz was plündern kann. Wer weiß, ob da noch was Wichtiges ist. Ja, es sind zwei neue Rauchbomben. Ich liebe Rauchbomben. Dort hat der noch was? 5. So, den hole ich mir da oben noch. Ich wüsste, wo der ist. Wo sind die? Hab ich gerade gesehen. Ah, da. So, eigentlich war das auch nicht mal ein großes Ziel. Ist hier irgendwas Besonderes? Eigentlich nicht, ne? So. Das können wir wahrscheinlich anzünden hier, ne? Ne, brauchen wir nicht jetzt. Wir haben ja alle Feinde hier rausgefischt. Gehen wir mal ganz kurz hier rauf. Bis wir den einen Punkt noch kriegen. Und dann hätten wir sie. Kurz da ganz hoch. So, und dann haben wir also. So, will ich jetzt nicht irgendwie wieder runterhüpfen oder nicht runterhüpfen soll, mein Freund. Und wir haben alle 8 Punkte in Havanna, alle Synchro-Punkte in Havanna aufgedeckt. Wie gesagt, ich werde natürlich mich jetzt erstmal
überwiegend um die ganzen Nebenkram kümmern. Schnellreise freigeschaltet. So. Supi. Dann haben wir sie auch einmal durch. Dann kümmern wir jetzt erstmal. Was ist das hier eigentlich? Also Fragmente alles, ne? Dann nehmen wir das hier mit, die Truhe. Ne, das war keine Absicht. Aber wichtig ist, dass wir alle wichtigen Punkte. So, wir sind mit natürlich jetzt ein feines Gebiet. Das ist immer total toll. Aber wir haben ja einiges an Punkten. Eine. Ich muss aber. Geh mal weg da. So, Punkt, weg. So, jetzt holen wir uns eben kurz den einen Synchro-Punkt hier noch. Ach Gott, schon Synchro-Punkt natürlich nicht. Die Kiste. So, haben wir sie auch einmal. Und das ist Ruhe Nummer 11. So. Ah, hier sind noch Truhen. 1, 2. Ja, die müssen wir auch erstmal rausholen, die Truhen. Das ist halt genau das Problem an der Sache. Es sind natürlich alle Sperrgebiete. So, was haben wir denn hier noch in der Nähe? An einer Truhe. Da ist noch ein Shanty. Ah, das wird viel noch zu tun sein, ne? Das ist also einfach ist es nicht. Dann gehen wir mal darüber. Und wir machen kurz die Schnellreise zum Punkt. Jo. Wir können ja jetzt quer durch die Stadt reisen. Wir haben ja alle. Alle Aussichtspunkte. Jetzt brauchen wir noch die ganzen Truhen. Wir brauchen noch 4 Notenblätter. Tschüss. So, ich will jetzt hier noch kurz den. Wurden wir entdeckt? Ja, von dem hier. Komm her, mein Freund. So, Gott sei Dank. So, jetzt mal kurz ein bisschen aus der. Ein bisschen durchatmen, damit wir hier übrigens wieder laden können. Und ich hole mir kurz den Punkt. Die Kiste. Wo sind die? Und zwar hier müsste die sein. Genau. Jetzt auch. Nummer 12. Nächster Punkt. Ach Mann! Nächste Truhe! So rum. Oh, ist eine Schatzkarte. Da wäre einer. Da komme ich auch noch relativ gut durch. So, dann haben wir jetzt die 2 da. Moin, Freundchen! Sobald ich die versteckten Klingen habe, kann ich auf die 2, kannst du zu 2 durch. Die haben wir doch halt noch nicht. So, jetzt holen wir uns noch den einen hier und dann haben wir dann auch alles. Wo ist denn der? Ist bestimmt auf dem Dach oder so, ne? Stimmt auf dem Dach, der Kollege. Ja, da ist er doch.
Und tschüss. So. Da ist eine weitere Kiste. Da war ein weiteres Manuskript, ein weiteres Geheimnis. Das Feunig-Manuskript, Platz Nummer 5, Blatt 35. Ja. Oh. Geh mal weg, ich muss hier gerade mal. Da sitze. So, weg damit. So, jetzt gehen wir kurz mal weiter das Notenblatt holen. Beziehungsweise die Schatzkarte hier holen. Die ist. Ja, eine Leiche hier drin? Wahrscheinlich, oder? Sehe ich das richtig? Hm. Warte mal, wo sind die? Ist die da oben? Da bist du! Schatzkarte! Ein weiteres Geheimnis. Wir sind dort am Außen, wo wir wissen, irgendwo Turmbrücke. Aha, unter der Palme. Das machen wir aber nicht jetzt. Also der Kämpfer. Pipifax. So, der ist weg. So, der ist weg. So. Ich glaube schon tatsächlich sogar, dass ich, wenn ich jetzt alle Soldaten in dieser Stadt ausschalte, was wahrscheinlich nicht möglich ist, hier die Aufgaben. Die ganzen. Das ist noch ein weiteres. Weiteres Shanty. Guck mal, das kam sogar direkt auf mich zu. So, weitere Shanty haben wir jetzt. Immer vier haben wir mittlerweile. Oh, wir sind ja mittlerweile, fliegen wir ja gut durch, was Havanna betrifft. Ich guck mal gerade. Gibt es irgendwie einen Überblick, was ich hab und was ich noch nicht hab? Wo sind wir denn bei? Also wir sind gerade mittlerweile echt gut dabei. Gut, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Erkundung.